Erzählen Sie mir, wie Sie angefangen haben, Gedichte zu schreiben. Ich fing an, Gedichte zu schreiben, weil ich mich verliebt hatte und meine Gefühle ausdrücken musste. Das Geheul. Ich sah die besten Köpfe meiner Generation, zerstört vom Wahnsinn, hungrig, hysterisch, nackt. Würden Sie sagen, dass das Geheul, das Gedicht von Ginsberg, obszön ist? Ja? Heilig, heilig, heilig. Es hat keinen oder nur geringen literarischen Wert. Heiliger Kerouac, heiliger Cassidy. Die Matrosen bliesen, diese irdischen Seraphim. Es ist, als würde man durch den Dreck gezogen, wenn man das Zeug liest. Nun, Sie verstehen, was bliesen und blasen bedeutet. Mir wurde klar, dass Dichtung eine rhythmische Artikulation von Gefühlen. Was ist Obszönität und für wen? Ginsbergs Leben hatte anscheinend diese Art von Rhythmus. Knochige Legionen rennen nach draußen. Es gibt Bücher, die haben die Macht, Menschen zu ändern. Der ewige Krieg ist hier. Lassen Sie uns nicht weglaufen vor nicht existenten Zerstörern der Moral. Oh, dieser Sieg! Sorgen Sie für Licht. Wir sind frei. Was ist die Beat Generation? Es gibt keine Beat Generation. Das sind nur ein paar Leute, die veröffentlichen wollten.